Hi, willkommen zu einer neuen Folge Killer 7. Ich habe mich hier gerade ein bisschen verlaufen, aber wir bleiben jetzt mal hier noch in der Halle und gehen nicht in den Korridor. Ah ja, guck. Herr Smith, Mr. Smith, ich verkaufe Informationen. Es ist kompliziert. Sehr kompliziert. Hast du die Spindnummer? Zerstöre den Spind. Zwei wichtige Dinge. Mach weiter, dann geht die Tür auf. Schieß auf die Maske, um mehr zu erfahren. Ich weiß nicht, ob wir die Spindnummer haben, aber der Maske giert nach dickem Blut. Die Maske giert nach dickem Blut. Na super. Wir brauchen die Spindnummer und müssen den Spind zerstören. Ha. So, Mask ist schon auf Stufe 4 perfekt. Dann können wir ihn jetzt mal noch ein bisschen hochleveln. Oh nein, nicht schon wieder. Oh Gott sei Dank, wenigstens noch erwischt. So, jetzt lass mich nochmal auf die Karte gucken. Wegen dem Safe Room kann ich mich jetzt einigermaßen orientieren. Da in dem Klassenzimmer, da ist noch was. Da ist irgendwas, was wir noch tun müssen und dann erhalten wir noch eine Scherbe. Das ist wichtig. My Master, it is very wichtig. Aber Moment mal. Das ist das falsche Klassenzimmer. Wir müssen da rein. Aber was soll ich denn hier bitte machen? Was ist denn hier bitte noch ein Rätsel? Es soll aber angeblich hier sein, aber es gibt nur diesen kurzen Weg, den man gehen kann. Ein paar Heaven's Mile. Zwei Tafeln, die genau identisch bemalt sind. Verstehe ich nicht. Vielleicht noch nicht. Aber hier wird mir auch nichts weiter angezeigt, außer dass hier irgendwas zu tun ist. Könnte auch sein, dass das gar nicht im Zimmer ist, sondern außerhalb irgendwas, aber wahrscheinlich jetzt noch nicht. Na, dann gehen wir mal in diesen Korridor hier. Nein, gehen wir nicht. Ein besonderes Schloss. Okay. Dann gehe ich mal nochmal hoch und nach links. Da waren wir noch nicht. Ach, ich hasse die Dinger so. Es ist so dangerous. Very, very dangerous. Und überall kriege ich Kassetten, Bänder. Keiner weiß warum. Noch ein Klassenzimmer? Ist das ein anderes als das, in dem ich gerade war? Ja. 666, the number of the beast. Ah, das könnte der Spind sein. Spind L3G. Meister. Es ist heiß.
Ich spüre einen heißen Tippnamen. Das Podium ist heilig. Ein typischer erster Schultag. Der Lehrer schreibt die Namen der Schüler an die Tafel. Was ist das? Ich glaube, ich sehe eine Zahl. Oder einige. Sollten wir uns das nicht mal ansehen? In Hamens Namen. Ja, haben wir schon. 666 für den Spind L3G. Wo jetzt allerdings L3G ist. Oh, ich hasse die Dinger so. Habe ich das schon mal erwähnt, wie ich die hasse? Woher haben wir eigentlich fast 700, über 700 Blut? L3F. L4A, L3G. Da ist L3G. Das ist L3G. Ja, aber wie komme ich hier zu den Spinden? 666. Wartet mal. Soll ich einfach mal auf den Spind 666 schießen? Haha, das war also die Lösung. Seelenhülse und Band erhalten. Wartet mal, kann ich da andere auch aufschießen? Da ist immer noch so ein komisches Symbol. Ungefähr hier so. Ha, mit 650 ist irgendwas. Den kann ich anvisieren. Ein paar kann ich anvisieren, aber nicht alle. Ha. Naja, gut. Das haben wir. Aber was jetzt? Ist die Frage. Ja, durch die Tür können wir nicht. In den Klassenzimmern waren wir jetzt überall. Hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. An einer Stelle Wasserring benutzen und so weiter haben wir alles nicht gemacht. Dann gehen wir nochmal zurück, aber nicht bevor wir nicht im Speicherzimmer nochmal waren, weil wir haben viel Blut. Ich weiß gar nicht genau, woher bringen diese komischen Pilotendinger so verdammt viel Blut oder wie. Diese Patrone, anscheinend, wenn man die tatsächlich critical hittet, was reines Glück ist, wenn das passiert, kriegt man scheinbar echt verdammt viel Blut von denen. Da können wir Con gleich mal irgendwie wahrscheinlich vielleicht sogar komplett auf Stufe 4 bringen. Ah, oh, gerade nicht mehr. Aber so gut wie. Ach, wisst ihr was, kann man auch gleich speichern, wenn wir schon hier einen Verwalter haben. Alter Verwalter, wie oft haben wir schon so einen Verwalter hier stehen? Ja, ein besonderes Schloss. Naja, dann gehen wir erstmal zurück. Wo wir hergekommen sind. In den Korridor. Und nehmen hier mal einen anderen Weg. Bei der Eingangshalle gab es noch eine andere Abzweigung auf jeden Fall. Nämlich zur Eingangshalle. Ja, da waren wir noch nicht. Datenraum. Na dann, schauen wir mal. Mr. Smith, ich verkaufe Informationen. Kinder sind unschuldig. Berühmte Roboteranimation. Transformierende Roboter verkaufen sich gut.
Illustrationen lügen nicht. Die Art ihrer Transformation zieht die Aufmerksamkeit auf sich. Schießen Sie auf die Maske, um mehr zu erfahren. Aber die Maske giert nach dickem Blut. Na gut, schauen wir erstmal. Terminal. Oh, da fehlen zwei Schnitzereien, so wie es aussieht. Okay, wir haben keine einzige. Okay, was haben wir hier? Panzer. Geschütze, Laser. Keine Ahnung. 7 natürlich. Können wir da erkennen, wer wer ist? Sind das unsere Charaktere? Der in der Mitte ist Herman. Das ist klar. Rechts unten, das könnte schon mit den... Das sieht sehr stark nach den Granatwerfern von Mask aus. Der mit den beiden Waffen da oben in der Mitte ist wahrscheinlich Con. Aber die anderen zu unterscheiden, finde ich schwierig. Schon alleine, wer hat hier ein Zielfernrohr und könnte Kate sein. Aber das ist wahrscheinlich so. Moment, sind das hier die... weiß ich nicht. Das sind 5 Roboter. Boah, was? Von 1 bis 9. Mal schauen, ob wir hier noch mehr Informationen finden. Ja, finden wir. Käfer. Löwe, Schlange. Pferd, Adler, komischer Kerl und irgendwas, das auf den Händen läuft. Jetzt muss ich mir die Symbole hier nochmal angucken. Okay. Ritterhelm, Omega, Klaue oder sowas in der Art und eine geflügelte Schlange. Und jetzt zählen wir die mal vielleicht. Ritterhelm, sagen wir mal. Könnte 1 sein. Okay. Aber die Zangen vom Käfer, ist das ein Omega? Ach, das kann man so überhaupt nicht sagen. Keine Ahnung. Ich glaube, ich werde jetzt zum ersten Mal auf die Maske schießen. Was macht der da? Das ist der letzte Tanzloser. Stampf weiter am Boden herum. Ich bin die wahre Maske. Und ich werde dich leiten. Alle Roboter sind kombinierte Roboter. Das Gekritzel von Kindern. Plakate passend zum Gekritzel. Gib die Anzahl deiner Kombinationen ein. Also, wie tanzt man wie ein Loser? Morgen könntest du dran sein. Vielleicht habe ich einfach nur die Plakate, von denen der da redet, nicht gefunden. Sind da im Flur Plakate, die wichtig sind? Das sind Plakate, tatsächlich, das sind Plakate. Aha, vielleicht sollte ich den Raum mal verlassen kurz. Mir mal die Plakate genauer ansehen zu können. Da sind die nämlich. Jetzt passt mal auf. Wir haben einen grünen Roboter mit Bazooka, der zur Panzer wird. Einen gelben, der wie ein Käfer aussieht. Also grüner Bazooka, Panzer, gelber Käfer. Da ist Omega, der Optimus Prime Bot. Ich muss mir den nochmal anschauen. Käfer ist der Ritterhelm. Also Panzerfaustkerl, Käfer, der da. Ah, und der seltsame Geflügelte. Das kriegen wir dann schon hin mit dem Schlangenschwanz. Okay. Und eine Kassette haben wir hier auch noch. 4 Roboter. Ich habe nur die Plakate nicht gesehen. Also wenn ich jetzt hier gucke, dann sieht das so aus, als könnte das alles der Bazooka-Bot sein, oder?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Mal Bazooka-Bot. Das ist wahrscheinlich der bunte Optimus Prime-Kerl. Der hat hier 5 Verwandlungen. 7, 5, 6 und 3. Jetzt schauen wir mal. Der Käfer war bei 3. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer war. Der dürfte 7 sein. Vielleicht 5, vielleicht 6. Nee. Muss ich nochmal schauen. Also, der Käfer. Der Käfer 3. Tiere 6. Fünf. 5, 6, 7. Ich muss es nur den richtigen Robotern zuordnen. Panzer 7. Omega. Omega 5. Der Seltsame. Was ist denn das Symbol von dem seltsamen Tier, Reiter, Kerl? Den sehe ich hier gar nicht mehr richtig. Ach, Mann. 7, 5, 6, 3. Okay, ich glaube, es entscheidet sich jetzt, ob es 3, 5, 7, 6 oder 3, 5, 6, 7 ist wahrscheinlich. Aha. Okay. Guck mich nicht so plötzlich an. Habe ich denn keine Privatsphäre? Wenn du etwas zu sagen hast, dann heb es dir für später auf. Bitte, Kumpel. Wir reden irgendwo anders. Hey, ich kenne einen guten Ort. Er ist dort drüben. Das Heiligtum eines jeden Schülers, der eigene Spind. Ich werde die Nummer, T-Shirt, bla bla bla. Okay, benutzt das. Hol die Geheimbänder. Ah, den Kassettenspieler erhalten. Und jetzt müssen wir zu Spind 656 nochmal zurück. Ist das nervig. Wieder zurück zu den nervigen fliegenden Patronenhülsenkerlen. Jetzt schauen wir mal, ob wir ins Büro des Direktors vielleicht schon können, wenn wir schon hier sind. Ach, das ist ein Hermans Zimmer. Okay. Wenn das so ist, speichern wir mal kurz beim Herrn Verwalter. Alter Verwalter. So. Ach, das lohnt sich kaum. Aber vielleicht kriegen wir doch vielleicht 2. Ja, genau. Perfekt. Können wir Con gleich nochmal auch auf Stufe 4 bringen. Cool. Okay, Leute, dann machen wir jetzt für heute Schluss und morgen gehen wir zu Spind 656. Darf ich nicht vergessen. Macht's gut, bis dann. Ciao.